Nein. Ich würde schon wissen, was passiert, wenn ich sterbe. Was hat er gegen uns eigentlich? Wir haben dem doch gar nichts gemacht. Er hat doch gar nichts gemacht. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe eine Patientenkarte, Akte über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen. Aber nicht alles. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn. Ach so, stimmt. Wegen dem ist es ja alles. Die Frage, können wir direkt losstürmen? Der kommt wieder, ne? Der hat sich beruhigt. Der ist weg. Moje. Aber diese Renndinger kann ich ja gar nicht, ne? Generator neu starten. Gehen wir mal nach unten. Ich hoffe, wir sind denen jetzt erstmal los da. Da werden wir nicht lange allein sein. Fürchte ich. Warum atmest du schon wieder so? Electric Room, Machine Room, Storage Room. Ja, warte mal. Da ist nichts, ne? Da ist ein Dokument. Schnell das Dokument greifen. MKUltra-Programm CIA Dokument Nummer 190691 Seite 1 Auszug. An Akte Betreff Hypnotische Experimente und Forschung 10. Februar 1954. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Erstens, es wurde eine Posthypnose der vorrangigen Nacht Fingerzeig durchlesen. Also durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pearce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pearce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern? Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Alter! Wie krank! Stell mal vor, das macht jemand mit dir. Heftig. Miss Pearce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern.
Miss Purse wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Gut. So gut ist relativ, hey. Gibt's hier noch Batterien? Batterien? Während du auf mit. Darüber werden wegzuspringen, okay. Ach, ja, das hast du gerade mal vorgelesen. Who's there? Me. It's a me. Oh, ich glaube, du bist nicht so freundlich, oder? Kann ich hier rein? Nee. Ja, wollen wir oder wollen wir nicht? Das sieht zu einfach aus. Bringen noch ein paar Leute ab. Schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Yay! Oh no, 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 no. Kann man sich eigentlich sofort hin hier irgendwie verstecken oder wie geht das? Oh no, 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 ich muss gleich nachladen. Pump Room. Warte, ach, wir müssen wahrscheinlich F halten, ne? Aber hier sind doch bestimmt auch noch Batterien, oder? Bevor ich hier das. Für Jesu. Wie lade ich nochmal nachgedrückt halten? Nee. Da habe ich nicht aufgepasst. Wie lade ich nach? Ah. Ich habe dran gedacht. N. R für nachladen. Da ist eine Batterie, ne? Oder? Ja. Genau, aber. Oh. Oh nein. Sieht er uns hier hinter? Ich hoffe nicht. Oh no. Yo boy. Au. Oh, scheiße, okay, ich bin tot. Okay, ich bin doch nicht tot. Wo ist der? Das war doch voll doof. Warum weiß er direkt, dass ich hier bin?
Warum ist es so still? Die Batterien waren es mir wert. Lass mich in Ruhe. Die Sau. Aber woher weiß der direkt, dass ich da drin bin? Kommt doch jetzt safe hier hin, oder? Ich will hier nicht raus. Was war das für ein Geräusch? Das war doch der Dicke, oder nicht? Andy? Der kommt. Linke Maus, oh mein Gott. Der kommt doch. Oh Mann, diese doofe Musik. Sieht doch was, oder? Sind hier Schränke? Ja. Oh, Leute. Jetzt muss ich ja noch zurückgehen, ne? Wir laden nach. Was war das denn gerade? Hä? Warum haben wir Damage bekommen? Der ist doch immer noch hier, oder nicht?
Wir müssen uns hier, glaube ich, beeilen. Können wir hier schneller her? Hier ist nichts zum Verstecken, aber ich glaube, der kommt hier nicht hin. Die Musik ist nicht hilfreich. Der kommt. Vielleicht schaffen wir es jetzt. Wo ist der? Es hört sich nah an. Was für Lampen? Ich halte die beiden Gaspumpen ein. Ach, beide Gaspumpen. Ach, verdammt. Scheiße. Wo waren die anderen? Jetzt auch hier. Der kommt. Ich will mich hier verstecken. Geht das? Der kommt, oder? Ja. Okay, der scheint uns irgendwie zu wittern, sag ich mal. Geh weg. Okay, ich habe eine Pumpe und einen und den Hauptschalter. Hier gehe ich zurück, ne? Oder? Oh mein Gott. Habe ich mich vom Wasser erschreckt? Oh, verdammt, ich bin ja am Anfang wieder.
Verdammt, habe ich eine Karte oder so? Mann, ist das doof. Hier war ich, glaube ich, noch nicht, oder? Den? Nein. Bitte geht da hoch. Danke. 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 Jetzt weg hier, Alter. Bye. War schön mit dir. Will ich nie wieder sehen. Boah, leck mich. Leck mich fett. Oh, ich denke, das für heute war es erstmal genug.